Ah ja. Dunkle Zeiten sind das. Gut, jetzt müssen wir noch wieder zurück auf ihn. Komische Viecher. Das heißt, ich muss jetzt so irgendwie wieder aufgekommen. Okay, das können wir jetzt mal töten. Für Fleisch. Okay. Das Fliegen funktioniert ziemlich gut, aber die normale Movement-KI, die ist einfach nur scheiße. Eigentlich das Quest jetzt noch offen. Okay, wir laden voll. Da wäre noch etwas. So? Hier ist das Zahnrad. Jetzt baue es wieder ein. Bist du sicher? Überleg mal. Wir müssen die Zugänge begrenzen. Wir machen uns angreifbar. Wer weiß, was passieren kann. Das war keine Bitte. Du lässt dich also nicht umstimmen. Na schön. Ich mach's unter einer Bedingung. Gib mir dein Wort, von Mann zu Mann, dass du Stillschweigen darüber bewahrst. Ragnar darf nicht erfahren, dass ich den Aufzug sabotiert habe. Einen Dreck gebe ich dir. Vorsicht! Nur weil du mich in der Hand hast, heißt das nicht, dass ich dir alles durchgehen lasse. Du tust, was ich sage. Falsch!
Ich stopf dir jetzt deine dumme Fresse. Du hättest auf mein Angebot eingehen sollen. Dich mach ich fertig. Wobei, bei dem ist es mir nicht leid drum. Der hat dich kurz verschissen. Bin sicher, der wäre meinen Rücken gefallen. Muss man mal gescheit safe gehen. Okay, hat den normalen Weg genommen, wer wollte da wieder hochkommen. Ups. Schauen wir mal, wie es den Menschen da geht. Anscheinend nicht gut bei den Monstern. Wow, der hat so. Cool, ich hab die Waffen weg. Es hat wieder gepackt. Naja, ich hab den Safe Point gemacht. Da vorne wäre schon reingegangen gewesen. Ui, also nochmal. Diesmal beschäftige ich mich gar nicht mehr mit dem Viech. So. Na, wo ist er? Da ist er. Sieh an, ein Neuer im Tal des Todes. Egal, warum du hier bist, wenn du die Gelegenheit hast, kehr um.
Ich kann auf mich aufpassen. Es ist nur ein Rat, von einem Freund zum anderen. Du kannst froh sein, dass du zuerst auf uns getroffen bist. Andere würden dir keine Chance geben, wieder zu verschwinden. Hier kämpft jeder für sich. Du darfst niemandem trauen. Merk dir meine Worte. Vertraue niemandem. Besonders nicht uns. Jetzt bist du dran. Hä? Hä? Ja, toll. Okay. Ach, gehen wir mal wieder zurück zur Festung. Das gescheit da. Und erzählen wir dem von dem kleinen Verräter, den wir beseitigt haben. Da ist der Vogel. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Der Außenposten in Tavar wurde von den Outlaws attackiert. Diese verfluchten Maden, wie können sie es wagen? Nimm's mir nicht persönlich, aber der Großteil von ihnen ist weniger wert als Dreck. Wie steht es um unser Weltenherz? Zerstört. Und unsere Männer? Alle tot. Niemand hat überlebt. Das wird der Duke büßen. Er wird diesen Sieg mit Blut bezahlen. Sobald die Zeit es zulässt, werde ich ein paar Kämpfer entsenden und ihm meine Antwort wissen lassen. Dafür, dass ich nun Bescheid weiß, hast du dir ein paar Splitter verdient. Du kannst sie sicher gut gebrauchen, um deine Vorräte wieder aufzustocken. Ich bin bei Thorgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Der Posten könnte ein paar mehr Männer zur Bewachung vertragen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Dann nehme ich an, es gab Verluste. Bedauerlich, aber nichts Ungewöhnliches dieser Tage. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Das waren alle Lageberichte. Ja, und auch wenn die Schwierigkeiten offensichtlich sind, halte ich an unserem Vorhaben fest. Auf kurz oder lang werden wir dieser Welt ein neues Gesicht geben. Sie wird sich unserer Stärke beugen oder untergehen. Ja, und da ist alle an. Jo. Der Aufzug im Hinterland braucht einen neuen Mechaniker. Das kann nicht sein. Dort ist bereits einer meiner Leute. Der ist tot. Na schön, mit Verlusten war zu rechnen. Wenn du jemanden schickst, sollte er das hier wieder einbauen. Jetzt erzähl mir nicht, dass der Aufzug beschädigt wurde. Keine Sorge. Wenn das Zahnrad wieder eingesetzt wurde, sollte er wieder funktionieren. Gut, wenn es weiter nichts ist. Warte einen Moment. So, ein paar Werker sind auf dem Weg. Schon bald sollte der Aufzug wieder funktionieren. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich bin im Fort gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meint, dass du ihn mit Maschinenteilen vom Konverter versorgt hast. Das war sicher nicht einfach. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ernsthaft. Und was ist mit dem Scheiß, den ich für dich erledigen dürfen habe? Lass den Unfug. Seufz. Aber okay.
Tja. Ich glaube, bis ich so weit bin, bringt mir das gar nicht mehr so viel. Geschicklichkeit. Intelligenz. Was sagt die Karten zu dämlich? Ja? Das Gelaber geht mir am Senkel. Hallo. Wer bist denn du? Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Danke. Für Fremde mag es immer den Anschein haben, wir würden nur nach dem Gesetz leben. Aber wir haben auch ein Herz für alle Gestrandeten, die bereit sind, ihrem alten Leben abzuschwören. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. So, so. Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Mir fällt das nicht schwer. Du weißt offenbar nicht, was du davon dir gibst. Da draußen vernichten die Alps alles Leben, Stück für Stück. Und auch wenn sie das schlimmste Problem sind, sind sie bei weitem nicht das Einzige. Aber was erzähle ich dir? Du kommst ja von draußen. Du weißt, was dort vor sich geht. Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich würde es dir wünschen. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahesteht? Ich suche Arbeit. Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Hahaha. Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas legen, das ihnen fremd ist. Dabei hätten sie die Waffen nur zum Schlund bringen müssen. Okay. So, wir haben die Waffen.
Wir könnten sie abgeben, weil wir haben eine bessere Waffe. Ich habe die Waffen sichergestellt. Dann zögere nicht und bringe sie zu Jora. Ich möchte nicht, dass sie in Umlauf geraten. Ja, der Rest ist mir wurscht. Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich. Ein beachtlicher Fund. Aus ihnen kann ich sicher eine Menge Elex gewinnen. Dazu muss ich lediglich die Abdeckung von der Halterung lösen und dann... Erspare mir die Einzelheiten. Ja, ja, schon gut. Hier, dein Lohn. Das ist jetzt ein guter Deal, war. Ich glaube ja weniger. Hätte ich mir das Zeug besser gehalten. Lass die Technik lieber stecken. Schauen wir mal, wo der Lehrer ist. Handwerk, Persönlichkeit, Überleben, Kampf. Wir können nochmal zum Kampflehrer schauen. Lass das lieber bleiben. Ach, das schön. Bring mir etwas bei. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit.